Thema Provokateure. Ich sitze im Café und musste mich infolge Platzmangels leider neben einen Herrn offenbar arabischer Abstammung setzen. Und er hat einmal ziemlich laut und auffällig gegessen. Kein Problem, das war eh schon fast fertig. Ja, und dann war der endlich fertig und ich wollte mich dann mit meinen Büchlein und Zeitungen konzentrieren. Fängt er an zum Telefonieren. Und ich habe ihn nur kurz mit dem Blick gestreift, aber er hat gleich zu mir rüber geschaut, ganz provokant, ja. Und dann hat er zum Telefonieren immer aufgehört. Hat er seine Telefonate beendet in seiner Sprache halt. Ich habe natürlich nichts verstanden. Er hat nicht laut telefoniert, ja. Also nicht, dass das wäre. Inzwischen hat sich eine sehr hübsche Trulla in unserer Nähe auch noch hingesetzt. Da ist das schon auch aufgefallen. Aber der hat dann die ganze Zeit, der hat sich dann so richtig bequem gemacht, direkt im Exo hingeflatzt, damit er mich dauernd im Blick hatte, ob ich wieder hinschaue, weil er telefoniert hat. Wie gesagt, nicht laut, aber ich habe schon gewusst, er provoziert es. Nur weil ich ihn einmal eine Sekunde zu lange angeschaut habe. Ja? Und ich wollte Zeitung lesen, ich wollte wichtige Büchlein lesen und ich habe mich dann weggesetzt. Jetzt habe ich mich weggesetzt und habe mich zu den Betreibern des Cafés hingesetzt. Die haben miteinander Italienisch gesprochen, laut auch und gelacht. Ja? Aber ich habe mich regelrecht abgeholt, beschützt gefühlt von diesem Provokateur da. Ja? Jetzt ist mir der diametral gegenüber durchs ganze Lokal gesessen. Fragender Blick von ihm an den Chef des Lokals, was das soll. Fragender Blick zurück, auch leicht anklagend, so in der Art, wieso haben sie die Gästin da vertrieben. Im Endeffekt ist der dann gegangen mit einem ziemlich eingezogenen Schwanz, ne? Weil kaum bin ich unter den Italienisch Sprechenden gesessen, die Betreiber sind, ist es mir auch prima, super gut gegangen, ist ja auch meine Sprache. Ja. Der ist abgezogen. Ich habe mir zur Feier des Tages nur einen kleinen Braunen dazu bestellt, habe dann endlich alles Intellektuelle fertig gemacht, was ich hatte machen wollen. Aber lange Sitzung dort im Café abgehalten, habe mich gefreut, habe mich wohl gefühlt und wirklich. Und das hat sich so oft bewahrheitet, wenn von irgendwem gequält wird, von irgendeinem Quälgeist. Wegsetzen. Auch wenn man ein bisschen das Gesicht verliert. Weil gerade in der Situation war es so, dass er das Gesicht verloren hat. Ich habe eine ähnliche Telefonsituation einmal gehabt mit einem Typen im Fitnesscenter, als ich durch Fitnesscenter ging. Und ich wollte eine andere Provokationssituation auch thematisieren, nämlich schiere, alte, ganz grausliche, abgetakelte Männer, ja, teilweise verlaust und Ding, Sandler, die halt gerade aber ein Handy haben es noch, das geht sich noch aus, ein Handy haben es noch und die setzen sich dann in ein Öffi-Verkehrsmittel hin und fotografieren dort ungeniert die Damen, sogar mich. Und ich bin nicht fesch, ja, aber ich hab ein Kleidl angehabt im Sommer, wo man halt die Unterschenkel gesehen hat, naja, Entschuldigung, ja, der hat das ungeniert fotografiert, was soll man machen? Soll er einen darauf ansprechen? Ich will mit Grippe, gar nicht in Kontakt treten. Ich trete mit dem nicht einmal in Kommunikation. Aber es gibt solche Leute, ich habe das beobachtet. Man kann in dem Moment nichts anderes tun, als selber das Handy zücken und zurück zu fotografieren. Wird er auch nichts sagen. Ja? Aber die Leute gibt's. Bitte, junge Madeln, passt auf. Ja? Habt die Augen offen. Es ist so.